Ach. Ach, das ist hier das Lager der Orks, okay. Ja, die Truhen, die werde ich jetzt mal nicht ausrauben. Das dauert, glaube ich, zu lang einfach. So. Sonst noch was? Ich habe mich jetzt die ganze Zeit abgemüht, um dann hier hinten reingelassen zu werden. Aber hätte ich hier einfach über die Stadtmauer zum Tempel hingehen können? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh, Mann. Sowas Blödes. Naja, egal, jetzt ist es eh zu spät. Wir haben die ganzen Quests erledigt. Vielleicht hätte uns auch einer hier aufgehalten. Das kann ja auch sein. Ihr Schamanen müsst ganz dringend mal ins Bett, würde ich sagen. Ne? Schließlich ist es schon Mitternacht. Ah. Okay. Hm. Ditte ist natürlich ein bisschen blöde, wa? Bleibst du jetzt so stehen da hinten? Nee. Gut, dann warten wir kurz, bis der wieder da rangeht. So, jetzt. Ah. Ja. Sehr gut. So muss das sein. Haben wir schon mal zwei? Und speichern erstmal. Speichern ist wichtig. Denn wenn wir jetzt irgendwie verkacken, dann ist es ja doof, wenn wir dann nochmal von vorne anfangen müssen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier zwei Wachen und Grog. Das ist irgendwie suboptimal. Aber hier ist auch keine Goldschale, sehe ich gerade. Okay, dokey. Es kann auch sein, dass die in den Kisten liegen. Das wäre natürlich wirklich gemein dann. Aber der hat doch gesagt, es sind 7 Stück, oder? Wie sollen hier denn 7 Stück verteilt sein? Sekunde kurz. Geldern? Wo haben wir es denn? Wir haben die 7 alten Ringe der Alchemisten. Ach so. Und bei den Goldtellern? 6. Das ist ja auch nicht viel besser. 6 wertvolle Goldteller. Na super. Also ich finde ja schon, dass 2 zu rauben schon eine gute Leistung war. Oh. Ich hoffe, ihr habt das jetzt... Doch, ihr habt das bestimmt auch mit drauf gehabt. Das Störgeräusch gerade. Aber naja, müsst ihr durch. Tut mir leid. Ach, jetzt hat sich auch meiner hingelegt. Das ist aber schön. Will der Letzte nicht vielleicht auch nochmal schlafen gehen? Ja. So habe ich das gern. So. Meiner. Da ist auch noch einer. Ha. Kannst du mal sehen, wenn man hier genauer hinschaut, dann findet man die auf einmal alle. Wunderbar, wunderbar. Haben wir schon 4, fehlen noch 2. Okay. Alchemitisch, aber hier liegt keine Schale mit drauf. So, gehen wir mal hier seitlich. Hm. Ups, Verzeihung. Nee, ist aber sonst auch keine mehr. Also ich habe 4 von 6, aber wo die restlichen 2 sein sollen, weiß ich nicht. Speichern wir erstmal. Wir können ja mal in die Truhen reinschauen. Es wäre natürlich schick, wenn wir so einen Auftrag mal lösen könnten hiermit. Ach so, halt, hier auf dem Tisch vielleicht? Unter der Banane? Das, was immer verschwindet und wieder auftaucht? Ich traue mich gar nicht, weil hier immer die Wachen ankommen, diese blöden Blödköpfe. So. Alles einsacken. Einfach alles einsacken, genau. Nee, das Ding, der Teller, der ist gar nicht zum Mitnehmen, der hier liegt. Okay. Lalala. Ich war's nicht, ich war's nicht. Lalalala. Geh ruhig weiter, Junge, geh ruhig weiter. Ich mach gar nichts. Lasst euch nicht von euren Rundgängen abhalten. Ich will auch euch auch gar nicht behindern.
So, hab das dann. Sehr gut. Den auch noch eingesackt. Den noch mitgenommen. Wunderbar. So, aber ich wollte eigentlich in die Truhen reinschauen. Neue Speicherung. So, dann gucken wir mal. Ja. Okay. Kein Pokal auf jeden Fall. Kein Teller auf jeden Fall. So, hier hinten ist auch... Ne, hier hinten ist nichts mehr. Vielleicht sind die ja auch in den Nebenräumen irgendwo. Kann ja auch sein. Es muss ja nicht sein, dass die alle hier liegen. Ach verdammt, jetzt kommt ja auch ständig ein neuer angeschissert. Weg mit dir. Halt. Was? Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Nein. Weißt du etwas? Nein, nein, nein. Ich lad mal. Beobachten dich. Ja, ja, ist ja gut. Ich lad mal trotzdem, weil ich ansonsten ein Problem krieg, wenn ich dann hier weiter klaue und die mich nochmal ansprechen. Solange will ich ehrlich gesagt am liebsten unangesprochen bleiben, bis ich alle gefunden habe. Sonst könnte es sein, dass die dann irgendwie nichts mehr, also dass die mir dann nicht mehr zuhören wollen und alle auf mich losgehen. Das wäre ja auch irgendwie scheiße, ne? Schneller! So, haben wir den formschönen Ladebildschirm überwunden. Ich nehme an, in den Truhen. Los! Ach Mensch! Jetzt lass mich doch mal hier. Mann, jetzt muss ich nochmal laden. Toll. Ja, ich kann jetzt gar nicht mehr richtig mich frei bewegen hier und gucken. Das ist natürlich auch blöd. Aber ich glaube, die kommen bloß damit an, dass Sachen verschwunden sind, wenn man hier irgendwas klaut, was nicht quest-spezifisch ist. Hm. Ping, 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 ping. Gut, so schnell weg, schnell weg, schnell weg. Sehr schön. Ja, wenn hier ansonsten nichts. Ach. Wenn hier ansonsten nichts ist, dann gehen wir erstmal wieder hier rüber. In den. Wie viele rennen denn hier rum? Das ist doch unnormal. In den Hauptraum wollte ich sagen, aber da komme ich gar nicht hin, ohne mich den Orks zu sehr zu nähern hier. Ach, fick dich doch, du blöder Drecksorg. Meine Güte. So, dann muss es halt so gehen. Vielleicht liegen die... Ja, da sehe ich es doch schon. Da liegt doch schon einer. Da ist ein Goldteller und da ist ein Goldteller. Na super. Die liegen an den besten Orten der Welt, wo man sie ganz super unentdeckt wegnehmen kann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Sag mal, Grog. Wie soll ich denn das machen? Bringen wir etwas über alte Magie bei. So bestimmt nicht, aber wir können ja mal schauen. Roben, Stabkampf, 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 ist ja super. Nun gut. Irgendwie muss man die Wachen hier wegkriegen können. Ich weiß nur nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Tja. Jungs und Mädels, gebt mir mal einen Tipp. Speichern wir auf jeden Fall nochmal hier. Kann ja nicht schaden. Und ansonsten gehen wir dann erstmal zu Laris runter. Und wir können natürlich auch, wir müssen ja hier nicht 100% schaffen. Wir haben es ja jetzt schon mal ins Innere des Tempels geschafft. Wir können ja dann auch weiter nach Trelis gehen. Denn es waren jetzt, glaube ich, keine wirklich spannenden Aufträge mehr dabei. Gut, die Alchemistenringe, da haben wir ja einen gesehen zwischendurch. Und ansonsten sind es ja bloß irgendwelche Aufgaben, Druiden finden und so ein Spaß. Ich weiß auch gar nicht, wo der Helm des ersten Paladins ist. So, bringe dem Schamanen was? Grimboll? Wer ist denn Grimboll? Müssen wir nochmal schauen. Den finden wir bestimmt auch noch. Ja, und ansonsten, ich werde den das jetzt hier nicht klauen, zu klauen versuchen. Das schaffe ich sowieso nicht. Da schaue ich lieber nochmal, dass ich diesen Grimboll vielleicht finde. Und dann ist gut. Ja, Nemrock hat jetzt auch gar nichts mehr für mich. Gut, legen wir uns nochmal irgendwo schlafen. Ich weiß nur noch nicht so richtig wo. Warum weckst du mich? Damit ich dich verprügeln kann. So. Damit dein Bett frei ist und ich dein Bett benutzen kann. Geschickt eingefädelt, würde ich sagen. So, beklauen wir den guten Jareth noch? Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir diesen Grimboll finden irgendwo.
Kann ja nicht so schwer sein. Grimbol! Mir war auch irgendwie danach, dass man die linke und die rechte Hand von Samuel verprügeln musste oder sowas. Ich weiß bloß nicht, von wem man das kriegt. Das... Verdammt! Na, renn weg, wie geht's dir denn? Kannst du mir Trikot kaufen? Das ist alles nicht so interessant. So, da ist Speer, alle nichts zu sagen hier. Gucken wir nochmal hier nach. Irgendwo muss es doch noch jemanden mit Namen geben. Wir können doch nicht schon alles abgeklappert haben. So, in der Schmiede war auch wirklich bloß jemand, der einem Waffen verkauft hat. Ne, ansonsten hatte der auch, glaube ich, gar nichts. Ja. Sieht ganz so aus. So, da. Ich gucke immer so nebenbei mit, falls ihr euch wundert, was ich hier gerade mache. Ich gucke nebenbei mit nach den Alchemistenringen. Die müssen ja irgendwo zu finden sein, wobei eigentlich müssten die ja bei irgendwelchen Schamanen rumliegen. So, ich sag mal das Waffenbündel mit ein. Kann man ja nie genug von haben. Okay, den Rest lassen wir liegen. Wir reden später. Lass dich nicht umbringen. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ach, lasst mich doch einfach mal durch. Wo kriege ich denn den Schlüssel dafür? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ja, ja, ich mach gar keinen Ärger. Nun gut. Grimbol? Nee, Gunok. Bleib stehen, du Hund! Na? Ich werde dich lehren, einen Orkhauptmann zu verpfeifen. Boah, jetzt wirst du bluten. Hat man das nicht schon mal, mein Freund? Bleib dran! Du solltest doch mittlerweile mal wissen, dass du keine Chance gegen mich hast. Nicht mal so schlecht. Da ist nichts zu holen. Also ehrlich mal. Und der blöde Hund hat seinen Schild schon wieder abgelegt, sehe ich gerade. Das gibt's doch gar nicht. Lass den doch einfach mal dran, du Pfosten. So, haben wir Gunok auch abgefertigt ein zweites Mal. Mal schauen, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Kann ja sein. Ich glaub's nicht, ehrlich gesagt. Der hat's ja auch beim ersten Mal einfach so wortlos hingenommen. Oder war das ein anderer? Ach, ich weiß es nicht mehr. Steh auf, wenn du ein Orkse bist. Nichts zu holen. Steh auf, wenn du ein Orkse bist. Nö, war klar. Vollkommen kommentarlos. Passt schon. Hat jemand was im Busch versteckt? Nein. So, ich suche aber immer noch diesen Grimbol eigentlich, damit wir die 5 Schwefelbröckchen abgeben können. Das Blöde ist, die Orks sehen ja auch alle gleich aus. Ich weiß nicht, wie ich da hier jemanden finden soll. Weil hier in Geldern ja auch wirklich jeder durch die Gegend laufen muss. Hier gibt es ja keinen, der einfach mal sitzen bleibt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit dem geredet habe, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, hier drüben war es nicht. Genau. Gembak, du bist es nicht. Du fängst zwar auch mit G an, aber du bist es nicht. So, Kampftraining brauchen wir gerade keins. Wer ist denn hier? Aha, Mil. Ach so. Was sitzt denn der hier in der Hütte rum? Der hat sich einfach mal den Platz vom Ork geschnappt. Ist auch gut. Okay, wie ist der Grimbol, ne? Muss mein Gedächtnis zwischendurch immer mal unterstützen hier. Tja. Ich glaube, ich gehe gleich einfach nach Süden. Das ist wahrscheinlich dann das Einfachste. Wir lassen das einfach offen und kommen irgendwann mal zurück, um dann vielleicht noch alles Unerledigte abzuarbeiten oder sowas. Erst gucken wir nochmal hier vorbei. Ja, ich weiß auch nicht, wie man hier ehrlich gesagt diesen Alchemistenring hier klauen soll, der hier rumliegt. Keine Ahnung, wie das... Ach, Grimbol, hallo! Das ist ja schön. Hier hast du deine 5 Stück Schwefel. Gut. Hier hast du einen Heiltrank. Und jetzt verschwinde, ich habe zu tun. Zu gütig, ein Heiltrank. Mensch, das ist ja so edel von dir. Ich kann mein Glück kaum fassen.